Hallo, ich bin Justin und in diesem Video zeigen wir euch heute einen Vergleich von der jQuery Explorer 1500 Pro zu der ROMOS Thunder RS 1500. Powerstations sind quasi tragbare Akkus mit zahlreichen Anschlussmöglichkeiten sowie einem eigenen Interface. Sie lassen sich gut transportieren, um auch unterwegs elektronische Geräte betreiben zu können. Einen kleinen Minuspunkt gibt es direkt für die Benennung von der ROMOS RS 1500. Man erwartet, dass die ROMOS RS 1500 1500 Wattstunden hat, was in diesem Fall nicht stimmt. Die ROMOS Powerstation hat 1328 Wattstunden. Die jQuery Explorer 1500 Pro hat im Gegensatz dazu 1512 Wattstunden. Machen wir weiter mit den technischen Daten der beiden Powerstations. Die jQuery Explorer 1500 Pro hat einen Lithium-Ionen-Akku, während die ROMOS Thunder RS 1500 einen Lithium-Polymer-Akku hat. Die ROMOS Powerstation ist besser zu transportieren, da sie nur 14 Kilo wiegt, 3 Kilo weniger als die jQuery Explorer 1500 Pro. Die ROMOS ist kompakter bezüglich des Formfaktors. Die genauen Daten blenden wir euch jetzt hier in der Grafik ein. Die vom Hersteller angegebene Maximalleistung liegt bei der ROMOS bei 3000 Watt. Bei der jQuery liegt sie nur bei 1800 Watt. Der Hersteller verspricht eine Maximalaufladeleistung von 1400 Watt. Bei der ROMOS beträgt diese gerade mal 240 Watt. Dies macht sich auch bei unserem Ladetest bemerkbar, aber mehr dazu später. Das Netzteil ist bei der jQuery im Gehäuse verbaut. Das macht den alltäglichen Umgang mit der Powerstation einfacher. Bei einer Reparatur wird es aber umso schwerer. Schauen wir uns einmal die Anschlüsse genauer an. Wir haben hier einmal ein Licht, das über diesen Knopf aktiviert werden kann. Wir machen dies gerade wieder zu. Wir haben hier unten einmal zwei USB-A-Stecker mit einer Maximalleistung von 18 Watt, zwei USB-C-Stecker mit einer Maximalleistung von 100 Watt. Diese werden beide über diesen Knopf hier aktiviert. Dann gehen wir eins weiter. Wir haben hier zwei Schuko-Stecker. Diese werden über diesen Knopf aktiviert. Dann haben wir hier oben noch einen Autoladeport, wie man hier sieht. Dieser wird über diesen Knopf hier aktiviert. Dann haben wir noch einen Display-Knopf, bei welchen, also wenn man betätigt, geht das Display aus. Wenn man wieder betätigt, geht das Display wieder an. Kommen wir noch einmal zur Rückseite der Powerstation. Hier wird sie im Regelfall geladen. Eine Ladung ist aber auch möglich über die Solaranschlüsse. Kommen wir einmal noch zu den Anschlüssen der ROMOS Thunder RS 1500. Wir haben hier unter dieser Gumminoppe den normalen Ladeanschluss. Es wäre aber möglich, die ganze Powerstation per Solar zu laden. Das wäre dann hier. Wir haben insgesamt drei Schuko-Stecker. Einmal der erste wäre hier, der zweite ist hier, der dritte ist hier. Das Ganze machen wir an über diesen AC-Knopf und können dies dann auch wieder ausmachen. Wir kommen zu dem nächsten Teil. Wir haben hier zwei USB-A-Anschlüsse mit einer Maximalleistung von 18 Watt und zwei USB-C-Anschlüsse mit einer Maximalleistung von 60 Watt. Wir haben hier noch einen Output für die Solarpanels und wir haben hier oben noch einen Autostecker. Erwähnenswert wäre noch hier oben das Wireless Charging, was mit 10 Watt betrieben werden könnte. Wir haben euch jetzt hier die Powerstation nochmal nebeneinander gestellt. Es gibt erwähnenswerte Punkte, die sich unterscheiden, bei zum Beispiel einmal den Griff. Dieser ist hier eher außen, bei der ROMOS ist er eher in der Mitte. Ein weiterer Punkt wäre die Robustheit. Zum Beispiel hier an der Seite von der jQuery ist eher nur Plastik, das ist ein komplettes Plastikteil. Bei der ROMOS hingegen ist hier noch ein Gummiteil auf jeder Seite. Für mich wiegt die ROMOS minimal hochwertiger von dem ganzen Gehäuse als die jQuery, weil die jQuery in einem kompletten Plastikblock ankommt. Wir kommen jetzt noch mal kurz zum Display der beiden Powerstations. Einmal zu der ROMOS. Jeder kann sich selber darüber ein Bild machen. Ich finde das Display von der jQuery Explorer 1500 Pro viel besser und viel ansehnlicher. Wir gehen jetzt mal noch kurz auf den Lieferumfang ein. Bei der jQuery bekommt ihr neben dem regulären Kabel noch ein weiteres Kabel für das Auto, zwei weitere Adapter und eine Reisetasche. Wir haben auch einen Ladetest für beide Powerstations durchgeführt. Wir blenden euch hier mal die Grafik ein. Die jQuery liegt hier ganz eindeutig vorne. In etwa mehr als 1,5 Stunden lädt sie von 0 auf 100. Die ROMOS benötigt sogar länger als die vom Hersteller angegebenen 5,5 Stunden.
Wir haben für beide Powerstations einen Funktionstest durchgeführt. Der Funktionstest lief wie folgt ab. Wir haben die Powerstation an einer Infrarotlampe angeschlossen, die einen Durchschnittsverbrauch von 1400 Wattstunden hatte und haben dann geschaut, wie lange die Powerstation durchhält. Auch hier sind die Ergebnisse auf einer Linie mit den technischen Daten. Die Rommos Powerstation hat knappe 54 Minuten ausgehalten, währenddessen die Jackery aber 62 Minuten ausgehalten hat. Sehr wichtig für eine fundierte Kaufentscheidung ist natürlich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein Ansatz hierbei wäre die Berechnung des Preises pro 100 Wattstunden. Die Rommos Funda RS1500 schneidet mit einem Preis von 75,22 Euro pro 100 Wattstunden ab, was deutlich besser ist als die Jackery Explorer 1500 Pro, bei dem der Preis bei 95,17 Euro liegt. Blickt man rein auf die Kapazität, ist die Rommos zum jetzigen Zeitpunkt schon der Preis-Leistungssieger. Um euch jetzt nochmal einen Überblick der beiden Powerstations zu geben, haben wir euch alle positiven Punkte mal zusammengefasst. Wir kommen jetzt einmal zu den Vorteilen der Rommos Funda RS1500. Das ist einmal das Gewicht, die Größe und die Robustheit. Außerdem die Gummiklappen, die besser ausgerichtet sind, sowie die generelle Verarbeitung, die wirkt minimal besser als bei der Jackery. Sie hat ebenfalls noch induktives Laden, ein externes Netzteil, was eine bessere Wartung ermöglicht. Sie hat mehr Anschlüsse. Und im Preis-Leistungsbezug auf den Preis pro 100 Wattstunden schneidet sie viel besser ab. Wir kommen jetzt ebenfalls noch zu den Vorteilen der Jackery Explorer 1500 Pro. Die Vorteile liegen einmal in der Gesamtkapazität sowie bei der Maximalleistung des USB-C-Ports, welcher bei 100 Watt liegt, sowie aber auch beim deutlich schnelleren Laden und dem besseren Lieferumfang. Natürlich hat die Jackery auch einen leiseren Betrieb. Preislich liegt die Rommos Powerstation deutlich unter der Jackery. Die Rommos Powerstation bekommt man zu dem jetzigen Aufnahmezeitpunkt für 999 Euro. Im Gegensatz dazu bekommt man die Jackery Explorer 1500 Pro für 1439 Euro. Ich hoffe, wir konnten euch in diesem Video einige Tipps geben und bei eurer Kaufentscheidung mitwirken. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da.